Okay, keiner von euch ist mein Kind. Hat irgendjemand Miri gesehen? Oh. Wir führen einen Krieg. 30 Jahre in der Zukunft. Ist das ein Scherz? Unser Feind ist nicht menschlich. Kämpft an unserer Seite. Du wurdest einberufen. Ich komme wieder. Wie kann das sein? Ich dachte, Lehrer werden zurückgestellt. Und Veteranen auch. Wenn ich nicht gehe, ziehen die dich an meiner Stelle ein. Falls mir etwas passieren sollte, dann wird für dich und Miri gesorgt. Falls dir etwas passieren sollte, Dan? 70% der Eingezogenen kehren nicht zurück. Ein Mann muss tun, was das Beste für seine Familie ist, nicht für ihn. Das Hemd ausziehen, bitte. Was wird denn das hier? Ist nur ein Test. Oh, ein Sicherheitsgurt. Wird das hier ein Fahrtest? Nein, macht keiner Witze in der Zukunft. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen den Sprung in den zukünftigen Krieg und wieder zurück. Eine Minute bis zum Sprung. Hier, Kumpel, das hältst du so. Und die Waffe nach unten. Wie kannst du so ruhig bleiben? Lange Geschichte. Bist du ein Ex-Militär? Ja. Ist doch eher eine kurze Geschichte. 3, 2, 1. In genau 11 Monaten werden alle Menschen in der Zukunft vom Angesicht der Erde verschwunden sein. Es sei denn, sie helfen uns. Ich versuche nur, meine Tochter zu retten. Und wenn ich die Welt retten muss, um sie zu retten, dann werde ich es tun. Das ist das Ende. Schon bald wird die menschliche Spezies von der Erde verschwunden sein. Unsere Zeit läuft buchstäblich ab. Wir können immer noch verhindern, dass dieser Krieg je ausbricht. Kämpfen wir dafür. Tja, war schön, dich gekannt zu haben.